Willkommen auf deinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen kleinen Schlepper hier vorstellen. Hier handelt es sich um den Pasquali 980E. Hier handelt es sich um einen italienischen Kleintraktor, für die Obstgärten und kleine Felder eingesetzt wird. Hat eine Leistung hier von 45 PS, entsprechend hier 33 kW. 27 km/h ist hier die Höchstgeschwindigkeit und kostet uns nur 7000 Euro. Und hier stehen wir hier 200 für die Felgenfarbe. Ja, Leasing hier 367 Euro. Da haben wir hier das gute Stück. Ja, wir haben hier noch also Möglichkeit Felgenfarbe zu ändern. Hier für 200 Euro in Gelb. Dann haben wir hier die Lackierung also in Gelb für 150 Euro oder wieder hier in Weiß. Ich finde hier das so ja irgendwie viel schöner. Dann haben wir hier diesen Überrollbügel, wie wir sehen, der ist mal nach unten klappt für 800 Euro oder hier stehend. Ich habe den, glaube ich, ohne gekauft. Dann haben wir hier Reifenvariante, haben wir hier einmal Pflegebereifung für 1000 Euro oder hier Standard. Ich habe Pflegebereifung gekauft. Schauen wir uns das gute Stück hier an. Haben wir hier das? Haben wir auch schicke Heckelektraulik. Start mal. Sehen wir hier, handelt es sich um einen Knicklenker. Haben wir hier. Hupe funktioniert schon mal. Also er raucht ziemlich hier unten raus. Dann sehen wir hier, das ist noch kein ökologischer. Das sehen wir jetzt hier. Nimmt er hier den Kugelkopf genauso. Den haben sie jetzt schön nach unten platziert, dass es optisch hier einigermaßen gut ausschaut. Dann HW80 gleich testen. Und dann hat er hier irgendwie also überall die Anschlüsse, die Punkte hier. Da sehen wir jetzt, hat er es hier oben. Mal. Ja, da hat er sogar hier die Anschlüsse da, also dynamische Schläuche hat er schon mal. Jetzt gehen wir hier uns ein Eislecke, die Subwelle zu testen. Dann sehen wir hier, funktioniert genauso. Senken wir mal. Die auch animiert. Testen wir jetzt mal hier die Höchstgeschwindigkeit. Hier Hupe. 27 km/h machen wir. Kann es auch schön Donuts machen. Bremslicht funktioniert schon mal. Rückfahrlicht hat er keines. 11 km/h sind wir hier rückwärts. Nein, müssen wir jetzt mal wieder losfahren. Schauen wir mal die Achse vorne, ob das hier ganz starr ist oder ob das flexibel ist. Leider ist es hier starr. So, dann machen wir gleich mal hier unseren Lichttest. Also das hier ist jetzt die Pflegebereifung. Dann schauen wir auch gleich hier die Lok. Sehen wir hier, die Lok ist hier fehlerfrei. Machen wir hier das Licht. Sehen wir hier, funktioniert schon mal. Blinker. Funktioniert, aber leider hier so, ja, so gut wie kein Schein da. Vorne jedenfalls gar keiner. Aber funktioniert. Und Umleuchte. Geht schon mal. Einmal F. Zweimal. Dreimal. Viermal. Hier vorne haben wir irgendwie einen Lichtschein, wo nichts ist, wie wir leider sehen. Schauen wir nochmal rein in die Lok. Ist noch fehlerfrei. Ist nur mit 5, da haben sie daher vergessen, das zu entfernen. Hier hinten haben wir einen roten Schein da. Obwohl man die weißen Scheinwerfer einschaltet, das ist halt ein kleiner Nachteil. So, schauen wir jetzt. Innensicht
sehen wir hier Lenkrad. Dreht sich nicht, sondern nur die Lenkung knickt daher. Mehr hat er leider so her nicht. Animiert auch keine Pedal, Karo, nichts animiert. Komischerweise, wir haben hier seitlich hier jetzt so top aus dem Fenster was ausscheinen würde. Da haben sie vielleicht irgendwie eine Lichtquelle vergessen. Gehe mal davon aus, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Schauen wir mal unter F2. Also ich sehe jetzt da hier nichts. Aber wir können das noch mit F5 mal anschauen. Wenn wir jetzt hier so die Soundquellen. Ich sehe jetzt leider nichts. Wenn ich rausgehe, ist es leider weg. Da hinten sind wir die Lichtquellen. Sonst so, ja, finde ich ja den Trecker relativ nett und super für kleine Maps. So her. Ja, wenn dir hier mein Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.